Logbucheintrag Nummer 5. Wir sind immer noch auf Nigoria. Wir haben einen Monolithen in der letzten Episode entdeckt und lernen immer mehr über die Vykien. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky. Ja, wie ich bereits sagte, sehr gut, dass wir hier Plutonium finden. Wie ich bereits sagte, wir haben in der letzten Folge ja einen Monolithen entdeckt und haben die richtige Entscheidung getroffen. Und das ist schon mal gut. Boah, diese zwei Monde da oder andere Planeten finde ich ja geil. Ja, und ich habe jetzt mal mein Raumschiff geholt und wir sind jetzt hier. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es uns bringt. Und ich weiß nur eins, ich muss das hier erstmal hochladen und speichern. Diese neue Ebene oder was auch immer. Mir entdeckt. So. Ich glaube, das ist sowas wie ein Teleporter. Ich bin mir nicht sicher. Was ist das? Anzug-Upgrade. Neuen Anzugplatz installieren. Ja, klar, oder? Jetzt haben wir einen. Einfach so. Haben wir jetzt einen Anzugplatz mehr. Nice. Einfach mal so. Nice. Echt nice. Und ich habe auf dem Weg zu meinem Raumschiff habe ich wieder was gelernt. Und zwar diese Punkte hier zum Beispiel. Die zeigen immer so ungefähr in die Richtung von Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Und das ist schon mal sehr gut zu wissen. Weil dann kann es nämlich sein, dass in dem Bereich dann irgendwie was ist, was wir noch nicht entdeckt haben. Und ich habe gemerkt, es geht jedes Mal, diese Startschubdüse gehen jedes Mal 25% runter, wenn wir landen. So, ihr seht, da hinten ist der Punkt. Ich weiß nicht genau, wo da hinten ist. Aber wir fliegen da jetzt einfach mal so grob hin. Und mal gucken, was wir da so entdecken. Ach so, das ist nur so eine Ader. Hä, bei der waren wir doch. Ja. Okay, dann ist es doch nichts Besonderes. Entschuldigung, falscher Alarm. Ja, weil beim letzten Mal hat es mich in die Richtung von einer Tierader. Tierader. Tier. Wie soll ich sagen? Rasse. Gebracht, die ich noch nicht kannte. Beziehungsweise fehlen uns natürlich immer noch zwei Rassen, aber es war eine Unterart. Sagen wir es mal so. Da ist noch ein Point of Interest. Das sieht doch eigentlich vielversprechend aus. Wisst ihr was? Wir landen mal hier. Und ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffe. Ich sag mal so, ich mache ein Versprechen. Wir werden den Planeten natürlich bald verlassen. Ich würde zwar natürlich gern die Credits abgreifen. Aber ich sag mal so, wenn ich es bis Folge, sagen wir mal, 10 maximal nicht schaffe. Ja. Ein Gag-Amulett. Okay. Wenn ich es bis Folge 10 nicht schaffe, verlassen wir den Planeten auf jeden Fall. Wenn ich es vorher schaffe, warum nicht? Aber mich würde natürlich interessieren, was hier noch für zwei Rassen rumeiern, die ich noch nicht gesehen habe. Das ist natürlich noch der Reiz an der Sache. So, wir gucken auch gleich mal hier rein. Haben wir hier irgendwas von Interesse? Also hier ist jetzt nichts. Da piept's. Und hier haben wir noch irgendwas. Was haben wir hier? Neue Technologie. Fortgeschrittene Kühlungssigma. Photonen- und Begleiteinheit. Okay. Seht ihr mal. Technologie ist immer gut. Was haben wir hier? Eine neue Technologie. Blitzwerfer-Magazin. Okay. Auch gut. So. Gut, ich würde sagen, das war's hiervon. Da könnten wir jetzt zum Beispiel natürlich auch wieder so ein Ding hacken. Vielleicht machen wir das mal. Ich bin jetzt gerade mal schnell am gucken. Raumschiff. So, da können wir ja Produkt herstellen. Wir können ja so einen herstellen, oder? Kostet ja nichts. Ja, geht schon. So, wir setzen mal so ein Überbrückungsding her. So, gut. Und jetzt scannen wir natürlich nach Monolithen, koloniale Außenposten, Übertragung, Unterschlupf. Wir suchen nochmal nach einem kolonialen Außenposten. Weil ich natürlich sehr, sehr
Operationszentrale entdeckt. Aha. Das ist natürlich sehr interessant. Das ist die nächste anscheinend. So, ich schaue mich nochmal kurz um, ob hier irgendwo in der Nähe Tiere sind. Normalerweise Meilenstein erreicht. Oh, cool. Das geht ja mal richtig flotti. Wanderer. 15.000 U zurückgelegt. Was jetzt U genau sind, weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Aber wir schauen mal weiter. Oh ja, ich muss ja die Schubdüsen, muss ich auch bald wieder fixen. Oh. Guck mal, hier wird es ein bisschen grüner. So, ich aktiviere mal den Boost. Ich wollte einfach nur mal gucken, was passiert, wenn wir da jetzt mal so ein bisschen Stress machen hier auf dem Ding. Okay, passiert nicht viel. Unsere Kanonen sind wahrscheinlich einfach noch zu schwach. Da unten war wieder irgendwas. Vielleicht sollten wir wirklich mal zu diesem kolonialen Außenposten fliegen, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Die Operationszentrale. Ist sowas? Wir fliegen da jetzt einfach mal hin. Ah ja. Das ist so cool einfach nur. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren, aber ich glaube es nicht, sonst hätten wir es ja nicht entdeckt. Wahrscheinlich. Da ist wieder irgendwas. Seht ihr? Hier machen wir einen kurzen Stopp. Ich muss das Schiff sowieso gleich wieder aufladen. Zumindest das hier. Da nehmen wir natürlich ein bisschen Plütonium. So. Rahnstein Regenwald, unentdeckt. Okay, mal gucken, was haben wir hier? Oh Mann, was ist hier passiert? Hier sieht es ein bisschen scheiß aus. Aha, Strahlenkühlaggregat, okay. Haben wir hier noch so ein Sprachmodul? Ihr wisst schon, diese Sachen, wo einen so Wörter beibringen. Das wäre ganz praktisch. Boah, hier kommt man ganz schlecht raus. Da ist noch eine Satzschüssel. Hier haben wir noch einen kleinen Wiedereinstiegspunkt. Den laden wir natürlich auch mal schnell hoch. Und falls irgendwann mal irgendeiner von euch auf Nigoria ist, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Und ihr seht ja dann genau, wo ich war und wo ich noch nicht war. Und ich finde es einfach nur geil. Ich könnte das so feiern einfach. Den ganzen Tag. Ich weiß, ich sag das oft, aber es ist einfach so. Aha! Eine Operationszentrale. Da dürften wir doch... Oh. Falscher Knopf. Das wollte ich gar nicht. Ich hoffe, die sind jetzt nicht böse. Da, können wir da eigentlich direkt landen? Hier so oben drauf? Ist das so? Landesequenz eingeleitet. Ich hoffe, der landet jetzt genau da oben drauf. Wo sind wir denn gelandet? Ja, knappe 10 Meter daneben. Aber hier sieht es doch aus, als würde hier jemand wohnen. Ich greife mir gerade noch mal ein bisschen Plutonium ab. Einfach nur, weil ich mal wieder ein bisschen aufladen muss. Ich darf nicht vergessen, hier so die Sachen auch wieder aufzuladen. Das ist gerade schlimm. Ja, Plasmawerfer auch. So, jetzt aber. So, einen kurzen Blick will ich wagen. Ob hier irgendwelche Tierchen in der Nähe sind, die wir noch nicht kennen, aber sieht nicht so aus. Okay. Doch, da oben. Da oben ist irgendwas. Oh, da. Yes. Den haben wir. 8 von 9 Spezies entdeckt. Ein Honalogolo-Dingskirchen irgendwas. Ich weiß, ich bin furchtbar. Warte mal. Die letzte Spezies werden wir natürlich umbenennen. Ihr könnt mir übrigens auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendeine Pflanze oder irgendwas mal benennen soll. Oder vielleicht benenne ich auch mal einen Planeten nach euch. Je nachdem. So, jetzt muss ich aber nochmal kurz gucken. Wir haben doch jetzt... Was haben wir da jetzt entdeckt? Ach du Scheiße, das müssen wir alles noch hochladen. Okay. Das laden wir hoch und das laden wir hoch. Das Menü hier ist ein bisschen im Weg. So, das laden wir hoch und das laden wir hoch und das laden wir hoch.
Dann, das war das Ding, was ich entdeckt habe. Ja. Und das ist das neue Ding. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus. Aber egal, das laden wir hoch. Und damit fehlt jetzt theoretisch 88%. Ja, jetzt fehlt theoretisch nur noch eine Rasse und dann hätten wir es ja eigentlich. Oder fehlen da noch Pflanzen oder irgendwas? Ich weiß nicht genau, worauf wir da achten müssen, worauf nicht. Aber wir haben wieder 9000 Units erhalten. Und das ist mein Wort. So. Nein, das will ich gar nicht. Ich will da mal gucken. Was ist da drin? Nichts. Was ist das? Abwurfkapseln. Ah, okay. Gut, gehen wir mal in die Operationsbasis rein. Mal gucken, was hier so abgeht. Wo war denn der Eingang? Ich glaube, der war auf der anderen Seite, nicht wahr? Ich glaube schon. Da ist das Tierchen, was wir entdeckt haben. Das ist ganz schön groß. Es ist eine Weidekreatur. Ja, ja, Lebenserhaltung. Wer braucht schon Lebenserhaltung, ne? So, wir gucken mal in die Operationsbasis rein. Was? Stahl verstärkt zerstören. Nein, will ich gar nicht. Komme ich denn nicht hier so rein irgendwie? Hier oben oder was? Aber. Ich glaube, da komme ich wirklich nicht so rein. So, was haben wir denn hier? Plutonium. Plutonium. Ich glaube, es gibt wirklich keinen anderen Weg. Ich glaube, ich muss mich da reinsprengen. Stahl verstärkt zerstören. Naja, gut, dann zerstören wir es heute mal. Ich hoffe nur, die nehmen es uns nicht zu übel. Okay, probieren wir es einfach mal. Aua! Entschuldigung, ich wollte das doch gar nicht, aber ich muss doch da rein. Ach, das ist auch noch so ein Ding, dass man immer selber nachladen muss. Ach, so. Ich wollte das gar nicht. Aber das ist echt so eine Sache, die mich irgendwie auch noch ein bisschen stört, dass man selber nachladen muss. Was? Das ist jetzt kaputt, wieso denn noch mehr? Noch eine Drohne irgendwo. Na, Gott sei Dank. Passt diese Viecher. Okay, so kommen wir da nicht rein. Ach nö. Scheiß Wächter. Ja, ja, ja. Oh, oh. Geh kaputt. Noch so ein Ding. Ah, komm schon. So. Ja, ich will ja auch gar keine freien Plätze. Ich will mich ja eigentlich nur da reinsprengen. So. Wächtereinheit deaktiviert. Okay, gut. Die haben mich aus den Augen verloren. Okay, ich hoffe, es war jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt hier einfach so reingebrochen bin. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Aber es piepst und blinkt und macht... Aber naja, mal gucken. Isotop. Ja. Könnte ich bitte mal... Könnte ich jetzt mal ganz kurz bitte... Ich meine, was soll ich denn jetzt mit dem Ding hier machen? Soll ich das scannen? Soll ich das zerstören? Ach da! Rutanzi-Depot. Was kann ich denn da machen? Der Alarm hat die Information auf dem primären Terminal unkenntlich gemacht. Ich erkenne nur ein paar Worte. Wenn es mir gelingt, herauszufinden, woran hier gearbeitet wurde, kann ich den Arbeitsablauf neu starten und die Operation wiederherstellen. Warp. Also hat es was mit Raumschiff. Da! Guck, wir kennen nämlich da Hulon, kennen wir noch nicht, Otant auch nicht, aber das Wort für Warp kennen wir. Also, Absprungkapsel, Frachter, ich tippe mal auf Raumschiff. Es klingt mir nicht, den Arbeitsort der ansässigen Krieger anzugreifen, die Zeit bleibt offline. Kann ich es nochmal probieren? Scheiße.
Habe ich verkackt. Prallgranaten? Die Geschosse prallen vor Zündung planetaren Strukturen ab. Achso, nee, das finde ich nicht so schön. Finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ich mag es, wenn sie direkt explodieren. Okay, also ich kann hier nichts mehr machen. Ich habe das jetzt verkackt. Tut mir leid. Habe ich halt immer verschissen. Ich hoffe, der Wächter da hat jetzt nicht irgendwas gegen mich. Am besten ist, ich setze mich einfach in mein Raumschiff und wir fliegen einfach mal davon. Konnte ja nicht ahnen, dass sie da gleich so aggro reagieren. Ach, hier oben ist gleich der nächste Point of Interest. Da ist auch schon wieder einer. Meine Güte. Hier gibt es so viele Punkte, die man abgrasen kann. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, aber wir brauchen noch eine Rasse, die wir noch nicht kennen. Und ich brauche einen Handelsposten oder irgendwas. Also halten wir mal die Augen offen, ob wir irgendwo mal im Vorbeifliegen einen sehen. So. Halt, da drüben. Warte mal, was ist das? Das ist eine gute Frage. Wir landen mal kurz. Ich will mal wissen, was das jetzt ist. Wow. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir gucken mal nach. Das sind Titanbehälter. Ach so. Interessant. Iridium. Hier ist nichts. Warte mal, wir laden das erstmal schnell hoch. Ich bin die ganze Zeit nur am Uploaden, Uploaden, Uploaden. Irgendwie schon komisch. Okay. Ach, verdammt. Das wollte ich wieder nicht. So, ich wollte eigentlich gucken, ob es hier Tierchen gibt oder irgendwas, was ich noch nicht gescannt habe. Also, wie ich hier das sehe, gibt es hier nicht mal im Ansatz Tiere. Also sehen tue ich nichts. Okay, gut. Reisen wir weiter. Titan haben wir weitaus genug. Wir haben gerade eben genug Wächter zerstört. Auch wenn es ein Versehen war. Ja, es war ein Versehen. Ich will nichts anderes hören. Wir brauchen so einen Handelsposten. Wir müssen ja irgendwie... Wenn ich wenigstens ein paar andere Raumschiffe in der Luft sehen würde, dann könnte ich da mich daran orientieren. Sagen wir es mal so. Was mir auffällt, ist, auf dem Planeten hier scheint es kein Wasser zu geben. Oder so. Zumindest kommt es mir jetzt so vor. Ich habe noch keins gesehen. Interessant. So, ich scanne mal. Vielleicht entdecke ich ja noch irgendwas Interessantes hier in der Nähe. Hier scheint gerade mal relativ wenig zu sein. Da ist noch irgendwas. Nee, das sieht nicht so interessant aus. Das da ist auch wieder irgendwas Ähnliches gewesen, aber nicht so direkt. Das ist auch nicht. Ich suche so einen richtigen Landeplatz, ihr wisst schon. So wie wir einen vorhin hatten, aber so einen zu finden wird wahrscheinlich nicht ganz einfach. Oh, ja, toll. Da ist einer. Hey. Wer hätte es gedacht? Okay, wie mache ich das jetzt? Toll. Kann ich denn nicht da... Wieso klappt das manchmal und manchmal nicht? Das ist ganz komisch. Ja, ich weiß. Jetzt brauche ich nochmal Schubdüse, aber ist ja egal. Ah, jetzt. Jetzt sind wir drauf. Und rüber. Und perfekt. So, ich weiß nicht, wo wir sind. Keine Ahnung. Inventar voll. Wie oft ich das schon gehört habe. Okay, gut. Nehmen wir mal ein bisschen Plutonium. Noch ein bisschen Plutonium. Hallo? Wieso muss ich das immer zweimal aufladen? Okay, alles aufgeladen. Hier die Schubdüsen müssen wir natürlich auch wieder aufladen. Also jeder Start verbraucht Plutonium. Nicht gerade wenig. Das muss ich mir mal im Hinterkopf behalten. Ach ja, da haben wir noch die faszinierende Perle. Warte mal, das Heridium wollte ich jetzt mal ins Raumschiff tun.
das Platin auch. Das Aluminium wollte ich behalten. Das Titan können wir verscherbeln. Das können wir auch verscherbeln. Aus dem Raumschiff selber wollte ich das da mal mitnehmen. Und das hier. Ich wollte gucken, ob man die irgendwie verkaufen kann. Irgendwie. Ich weiß es selber nicht. Was mir nur gerade auffällt, ist, hier sind keine... Hier sind keine anderen Schiffe. Zumindest sehe ich keine. Entweder ist es hier sehr, sehr abgelegen oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was hier ist. Das sieht aus wie so ein Raumhafen. Ah ja, das ist ein galaktischer Markt. Okay, Terminal Startsequenz. Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. So, wir haben Aluminium. Wollten wir ja mal verkaufen. So, ist verkauft. Was bringt mir das da? Wie viel bringt mir das? 25.000 Units. Die nicht besonders wertvoll ist. Ein Gag-Amulett. Glücksbringer-Amulett, der von vielen galaktischen Händlern getragen wird. Weißt du was? Auch der kommt weg. Das Bildnis kommt auch weg. Und die faszinierende Perle kommt auch weg. So. Das Titan, wie viel würden wir denn kriegen? 15.000, ey. Boah, wir haben fast 100.000. Ach da, Raumschiff-Inventar. Achso, ja gut. Weil das Raumschiff gerade in der Nähe ist, hätte ich da nicht mal was machen müssen. Energiespeicher mit erhöhter Kapazität sorgt für effiziente Energiespeicherung in Inventaren des Exo-Anzugs und des Raumschiffs. Ja, aber wird in Gefahrenschutz und Schildsystem verwendet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das benutzen kann. Ich habe keine Ahnung. Das ist Schildsplitter. Das tun wir mal verscherbeln. Die Schildplatte, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Die Dinger da behalten wir mal. Was haben wir denn da im galaktischen Netzwerk? Was können wir denn da so kaufen? Es gibt ja Energie. Was? Energiegel. Energiekanister. Instabiles Plasma. Boah. Plutonium. Suspensionsflüssigkeit. Mikrodichtes Gewebe, Eisen, Zink, Atlasstein. Eine sehr wertvolle Rarität. Kugelförmiges Juwel, das im Inneren rot posiert. Ja, der häufig mit den uralten Monolithen in Verbindung gebracht wird. Okay. Aber ganz ehrlich, ich weiß gar nicht wofür. Kostbares Element, sehr selten. Murine. Mhm. Okay. Boah, Alter, guck mal, wie viel das Ding wert ist. 2 Millionen. So ein Atlasstein. Ich weiß noch nicht mal, für was das Ding gut ist, aber ich weiß, dass wenn ich so einen hab, weiß ich nur nicht genau, was ich damit anfangen soll. Wir haben keine Schildsysteme oder so, ne? Warte mal, was haben wir denn für Technologien überhaupt? Hier so irgendwas davon haben wir nichts, ne? Da kommt ein anderer. Boah, was hat der für ein Schiff? Ach, jetzt kommen sie auf einmal alle angeschissen hier, oder was? Hallo, ich wollte mal mit dir, reden. Du siehst komisch aus. Mitverschwörer. Der Pilot scheint nicht gerade glücklich zu sein, wie er handeln will. Ändert dann aber seine Meinung. Die Ausrüstung, die ich bei mir habe, hat ihn beeindruckt. Ja, kurze Laut von sich. Mache ein Angebot für Raumschiff der Lebensform. Dem sein Raumschiff gefällt mir nicht mal. Das sieht irgendwie so... Ach, ich weiß nicht. Ist auch nicht besonders toll. Aber der hat ein Deflektorschild. Den will ich auch. Naja, lass mal gut sein. Mit dir will ich nicht handeln. Und die Schiffe, da kennen wir ja schon. Oh, da habe ich schon wieder fast vergessen. Plutonium. Okay. Was haben wir hier eigentlich für Technologien noch? Können wir da noch irgendwas installieren? Nö, da haben wir eigentlich alles. Okay, Jetpack ist auch okay. Bei dem Schiff können wir eigentlich nur eine Technologie erstellen. Und das ist der Asteroidenbergbaugerät. Weißt du was? Den sollten wir vielleicht mal einbauen. Nur mal so just for fun. Okay. Gut, gut, gut. Ich
ich würde sagen, wir reisen weiter, weil hier, ich sehe jetzt hier auch keine anderen Lebensformen mehr, sage ich jetzt mal, die ich irgendwie noch nicht gescannt habe. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach der letzten... da ist noch was drin. Ein Krakrak. Ich weiß zwar nicht, was ein Krakrak ist, aber jetzt kommen die auf einmal alle her. Sehr interessant. Ich weiß nicht, was ein Krakrak ist, aber wir werden es verscherbeln. Einfach nur, weil wir es können. Ja. So, Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen. Ein Krakrak. Wie viel kriegen wir dafür? 13.000 Units, immerhin. Hopp. Verscherbelt. Ja, fast 100.000 Credits. Minus 14 Grad. Minus 46 Grad Celsius. 2,0 Rad. Aber wir haben ja erhöhte Strahlungsresistenz. So, dann starten wir mal wieder los mit unserem kleinen Schiffchen. Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, das habe ich schon mal gescannt. Das ist der Phasenstrahler jetzt. Wow. Schade, dass man nicht im Schwebemodus gehen kann. Aber das ist jetzt eigentlich mehr nur so für Bergbau und Asteroiden, ne? Weil damit muss ich ja ziemlich nah rangehen, glaube ich. Also so hier, so die Oberfläche damit perforieren kann ich nicht. Okay. Ja, gut zu wissen. Es macht auf jeden Fall Spaß, damit ein bisschen auf dem Putz zu hauen. So. Ah, da haben wir noch so ein Ding. Warte mal, was haben wir denn da? Da könnte man theoretisch mal an... Oh. Da hinten sehe ich... Was ist das? Sind das andere Schiffe? Ich glaube, das sind andere Raumschiffe. Da fliegen wir mal hinterher. Ja, es sieht zumindest schwer nach Raumschiff aus. Ich weiß nicht, es sind glühende Lichter. Wir versuchen einfach mal so schnell es geht den Herzkopf. Boah, die sind ganz schön zügig unterwegs. Ja, es sind Schiffe. Ach, hier ist noch so eine Station. Ich weiß nicht, wo die hinwollen, aber vielleicht führen sie mich ja in sowas wie eine Stadt oder so. Ich weiß es nicht. Die sind echt zügig unterwegs. Ich bin zwar einen Tick schneller als die, aber nicht besonders viel. Deswegen, ich versuche den gerade mal einfach ein bisschen hinterher zu fliegen. Oh, da unten ist noch so ein Monolith. Oder? Ja. Das machen wir jetzt noch in der Episode. Machen wir noch den zweiten Monolithen. Vielleicht entdeckt man ja hier auch mal die andere Alien-Rasse. Macht's gut, ihr Leute. Wo auch immer ihr hin wollt, was auch immer ihr tut, den ganzen Tag. So, dann lernen wir noch mal ein paar Worte. Inakzeptabel. Okay, ich weiß nicht, ob wir das Wort brauchen können. Mal noch. Wort für Gas ist auch gut. So, und hier haben wir noch so einen Wissensstein. Was haben wir hier? Das Wort für hoch gelernt. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch, oder? Und dann, ja. So, mal gucken, ob wir uns diesmal richtig entscheiden. Überreste von Cydonia. Ich versuche, die Glyphen auf dem uralten Monument zu entziffern, als ich eine seltsame Kälte spüre. Eine Schicht aus gefrorenem Gas umhüllt den Monolithen plötzlich von oben bis unten. Es ist so kalt, dass ich meinen Atem in meinem Helm sehen kann. In dem kristallenen Eis ist eine kleine Lücke und ich bin überzeugt, dass ich ein paar meiner abgebauten Elemente hindurchstecken könnte, damit sie mit dem Monolithen dahinter in Berührung kommen. Ich habe nur kein Silikat, kein... Warte mal, Iso... Achso, ich kann... Nee, ich kann nicht auswählen. Isotopxion-Ding. Ich habe keinen Kohlenstoff dabei, ich habe kein Eisen und kein... Ich brauche Kohlenstoff. Okay, kein Problem. Kohlenstoff gibt's hier ja überall. Verdammt! Bergbau! So, danke für den Kohlenstoff.
Seht ihr, so einfach geht das. Okay, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wir aktivieren das Ding jetzt nochmal. So. Das sollte sich ja eigentlich nicht abändern, wenn wir das machen. Wir werden jetzt ein Silikat. Warte mal. Isotop. Ach so. Da steht Isotop Tian. Also führen wir auch ein Isotop ein. Das gefrorene Gas schmilzt in der Atmosphäre. Ich erhalte eine Belohnung. Yes! Wissen ist Macht. Und nichts wissen macht auch nichts. Dein Ansehen bei Vykien hat sich verbessert. Schon wieder. Du hast das Atlaswort für Miterleben gelernt. Okay. Und wir haben noch ein Vykien-Bildnis und ein mikrodichtes Gewebe bekommen. Ah ja. Immerhin, oder? Ah, missverstanden. Wort gelernt 20. Hey, Momentchen. Da war gerade irgendwas. Da sind überall kleinere Points of Interest, aber nichts Besonderes. Ich suche immer noch nach Tieren, die ich noch nicht kenne. Vergiss das nicht. Halt, da war was. Da war gerade irgendein Wesen oder irgendwas ist da gerade vorbeigeschlichen. Da schauen wir jetzt nochmal schnell nach. Ist mir egal, wie lange die... Ist mir egal, wie lang das die Folge jetzt geht, aber hier ist gerade irgendwas gewesen. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Aber hier war gerade irgendwas. Ich war mir sicher. Ohne Scheiß. Merkwürdig. Ah, vielleicht war es auch nur sowas. Komisch, komisch, komisch. Nun gut. Wir schauen jetzt mal schnell, dass wir noch ein paar Sachen hochladen. So, einmal das hier. Und ansonsten haben wir jetzt nur nichts. Uns fehlt noch eine Rasse. Eine Rasse fehlt uns noch. Und ich weiß nicht, ob uns noch ein paar Pflanzen fehlen oder so. Aber hochgeladen habe ich auf jeden Fall alles, was wir wissen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wahrscheinlich immer noch hier auf Nigoria. Also bis dahin, macht's gut und ciao!